Kinn anziehen, Stirn nah zu den Knie, roll dich nach hinten und zurück. Nach hinten und zurück. Gut. Versuch mal gleicher Abstand zwischen den Knie und Stirn lassen. Wenn du nächstes Mal auf dem Steißbein kommst, bleib da. Genau, lass die Füße in die Luft. Beim Rolling Like a Ball geht es vor allen Dingen darum, die Energie des Schwunges zu behalten. Und eine wichtige Sache dafür ist erstmal, dass man die perfekte Rundung für sich gefunden hat. Das heißt, die Rundung am Anfang in der Startposition muss bereits da sein. Bei vielen Leuten ist, wenn die jetzt versuchen, die Knie sehr eng an die Brust zu ziehen, ist da nicht die perfekte Rundung. Dann empfiehlt sich es manchmal einfach, die Hände lieber hinter die Oberschenkel zu bringen und die Ellbogen so leicht nach außen. Und dann gucke ich so nach unten auf meinen Bauch und vielleicht einfach mal seitlich in den Spiegel gucken. Und vielleicht habe ich dann eigentlich die bessere Rundung im Vergleich zu, wenn ich sehr tief greife, nämlich dann beispielsweise an meinen Fußgelenken. Ne? Ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich eben nicht gut gerundet war in der Übung, ist, wenn es bei dem Rollen nach hinten so ein Bumpf-Bumpf gibt, ne? So Bumpf-Bumpf. Das ist dann einmal, wenn die Beckenkante hinten aufdonnert, leider, und damit der obere Rücken nochmal aufdonnert. Nur wenn ich eben wirklich gleichmäßig abrolle, habe ich eben nicht so ein Geräusch und das ist wirklich ein durchgängig schönes Geräusch. Und die Gegenmaßnahme gegen dieses Wumpf-Wumpf ist eben, such die bessere Rundung am Anfang, aber auch, wenn du an diese Stelle kommst, genau kurz bevor du weißt, da ist dann dieses Loch dazwischen, zieh den Bauch schlagartig ein. Das heißt, roll nach hinten, zieh den Bauch schlagartig ein. Und beim Hochkommen genauso, zieh den Bauch wieder schlagartig ein, um dir zu helfen, dieses Stück, vielleicht das jetzt noch nicht so perfekt ist, rund hinten zu runden. Das nächste ist, initiier das Runden, das Runden, Entschuldigung, das Rollen nicht durch die Kopfbewegung. Das sehe ich sehr häufig, ne? Dass jemand so sagt, jetzt rolle ich nach hinten, ich mache so. Also das ist nicht das, was wir wollen, sondern der Blick geht nach unten, Schambein, Bauchnabel, was immer. Und ich initiiere durch das Einziehen des Bauches. Der Nachteil auch von dieser Kopfbewegung, egal wann ich sie einsetze, ob ich sie jetzt einsetze schon am Anfang oder ob ich sie einsetze, dass ich den Blickkontakt verliere in dem Moment, wo ich dann auf die Schulter gerollt bin, dass ich dann plötzlich zur Decke hochgucke oder nach hinten gucke und nicht mehr zum Bauch, ist, dass mein oberer Rücken sich streckt. Und wenn mein oberer Rücken sich streckt, verliere ich Rundung. Und durch das Verlieren der Rundung verliere ich eben Schwung. Und wenn ich den Schwung verliere, muss ich jetzt wieder irgendwo den Schwung herkommen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eben, ich hole den Schwung, indem ich jetzt mit dem Oberkörper mich besonders kräftig nach vorne schmeiße. Oder aber ich hole mit den Beinen Schwung. Nehmen wir mal Möglichkeit 1 mit dem Oberkörper. Da verändere ich, wenn ich unten bin, sagen wir mal, das war mein Abstand meiner Beine zu meiner Brust. Hier ist mein Kopf. Und ich bin unten angekommen. Um jetzt wieder hochzukommen, erlaube ich dem Bein ein Stück wegzugehen und roll jetzt quasi so mit dem Oberkörper hinterher. Und oben habe ich dann wieder den gleichen Abstand zwischen den Oberschenkeln und meiner Brust. Wenn ich rausfinden will, ob ich diesen Fehler mache, man merkt es selbst meistens nicht, dann kann ich mir einen Ball an die Stirn legen und dann gegen die Oberschenkeloberseite hier die andere Ballseite und dann gehe ich runter und hoch mit dem Ball da. Wenn der Ball immer wieder pupp, verschwindet, dann ist ja glasklar, dass das so ein typischer Fehler von mir ist, dass ich eben die Beine von mir weglasse, wenn ich unten bin. Das gibt es aber auch genau andersherum, nämlich dass ich sage, ich hole nicht den Schwung eben, wie gesagt, aus den Oberschenkeln, die weggehen, sondern ich schwinge wie auf der Schaukel mit den Unterschenkeln plötzlich hoch. Und das ist sehr gut eingeübt, weil das machen wir seit unserer Kindheit. Und eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich das mache, ist, indem ich eben einen Ball nehme und den Ball an meine Pobacken drücke. Das heißt, dass ich den Ball dann
zwischen der Ferse und meinem Gesäß und ich drücke den dahin. Und wenn der Ball mir während der Übung abhaut, dann habe ich ganz offensichtlich versucht, dadurch Schwung zu holen. Ja, ein paar Tipps, um deinen Rolling Like a Ball Übung ein bisschen effektiver zu machen.